Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beinigerweise Repentance. So, wir haben zuletzt ein Normal Run gemacht mit Bethany. Jetzt kommt eine Challenge. Und diesmal schaffen wir Bright Day. Hoffentlich. Finde ich schon mal geil, Health Up. Hauptsache, ich bekomme den scheiß Crazy Wurm nicht wieder. Der mir irgendwie total Long Range hebt. Genau, das. Ich verstehe nicht, wie kann man. Why? Diese Bombe? Hier ist eine Tinte drauf. So Leute, ich hoffe, ihr habt ja einen schönen Tag gehabt. Oder habt immer noch einen schönen Tag. Ich hab heute nicht so viel. Also, ich war heute wieder mal nur beim Arzt gewesen und quasi. Ich glaube, das. Und ich hatte. Meine Binde und Entzündung sind nicht besser geworden. Deswegen bin ich nochmal hingegangen. Die haben mir halt eine Salbe verschrieben, beziehungsweise, wie soll ich sagen, wollen wir mal eine Sache machen nochmal. How is it possible? Muss weg. Ach, ja. Versuche jetzt so einfach mal. Wollte ein bisschen lauter machen, dass ich halt nicht nur im Schreien muss. Schönes Ding. Oh, ich hasse das. Also. Are you a wizard? Das ist das Schlimmste für mich immer noch. Und wie soll ich sagen? Meine Bünde und Entzündung wird ja wirklich besser. Also wie gesagt. Aber ist egal. Ich bin damit relativ glücklich. Quasi erstmal nicht zur Arbeit zu gehen. Und, aber die Schmerzen halten glücklicherweise schon etwas länger. Das Brennen. Aber irgendwie habe ich erst richtig mitbekommen, den Schmerz. Es ist so ein komisches Brennen. Also es brennt mit dem Tränen. Und ich habe jetzt schon seit knapp 2 Jahren das Brennen. Was ich persönlich halt nicht verstehen kann. Jetzt wo mir das immer so spontan. Was ist denn los? Jetzt, wo mir spontan eingefallen ist, das oh nein, nicht unbedingt die Kugeln jetzt gerade. Die Kugeln mir einfach mal mit Damage verursacht. Wie gesagt, wir gibt hier nichts, also das ist mein letzter Versuch für die Challenge, sondern für nicht für den nicht, oder nicht für den Tag, sondern eher, ich meine jetzt dafür, welches Ziel ich aufgebe hier in einer Zeit, welches später nochmal versuchen in einem späteren Spielverlauf, wenn die anderen quasi durch sind oder wenn nicht durch sind, dann werde ich die einen keine Lust haben nochmal zu versuchen. Weil jetzt nur Versuch Nummer 3 und Nummer 7. Hör auf zu springen, du Penner. Ach, ich hasse.
habe viele Bomben bekommen. Ja, gehen wir mit der WT hier heute mal rein. Ah, Damage auf dem Black Hearts. Ah, doof. Gapi, was war das hier? Piercing Damage. Okay, dann haben wir Homing Tears. Ach, das sind die Dinger. Und wird so. Okay. Let's go weiter. Ich weiß zumindest, wir bekommen kein Devil Deal, kein Item Raum. Also machen wir das Beste daraus. Aktuell. Also das ist halt die beste Möglichkeit gerade aktuell. Ach, scheiße. Hier bekommen wir ein Baum mehr, wenn ich das spricht. Ah, gut. Ja, ein Baum kriegen wir mehr. Könnte es eh nicht viel, also brauchen wir nicht gucken. So, und. Ah ja, okay, wie ich schon erzählt habe, ich glaube schon, letzte Folge. Ich bin gerade beispielsweise gästlich. Ich hatte ein. Also, ich bin mir überlegen gerade aktuell, wo ich lieber arbeiten möchte. Ob ich lieber bei der Firma arbeiten will oder da. Das ist ein Nachteil von Piercing Damage bei denen hier. Warum nicht? Also aktuell jetzt ja noch. Also ich kann sogar den Boss-Challenge machen, da denke ich mal wieder. Ach nee, ihr schon wieder. Scheiß. Diesmal nehme ich auch nicht Controlled hier. Also Controlled hier sei geil, jetzt kennenlernen, das ist bei. So war halt übelst nicht gerade vorteilhaft. Bücher. Gebrück Bookworm. Ja, eher nicht. Märtyrer oder Soulheart? Wir machen einmal Soulheart und einmal nehmen wir das mit. Ja, damit ist besser. Aktuell in der Situation. Wir machen einen leichten Weg. Och, bitte, kann doch nicht wahr sein. Danke. Bringt mir eh nix. Oh, you are a wizard? Aber ein Buch fehlt mir leider noch. So, und... Oh, cool, Crossbase. Ein Crawl Space. Ja. Natürlich hier nix. Gegönnt. Nix wird gegönnt, leider. Ja, ich bin mir überlegen, jetzt bin ich mir überlegen, wenn ich wohl mehr die Chance hätte, da irgendwo hinzukommen. Ich könnte, sag mal,
einen Job nehmen, was quasi doch trotzdem gut bezahlt wird, qua bisschen weniger, aber hast dafür eine relativ entspanntere Arbeit, oder machst eine andere Arbeit, die halt eher quasi auf Richtung Qualität gehen soll. Also nicht Qualität, sondern ich glaube, ich sage jetzt falsch, irgendwie, ich meine eher, ich meine eher, wie soll ich jetzt sagen, jetzt, ich habe das jetzt nicht erzählen soll. Das ist halt eine monotone Arbeit eher. Oh, Alter. Entweder eine monotone Arbeit, sag mal Werkstücke vorbereiten, einscannen, das ist nicht einscannen, sondern sagen wir Aufträge vorbereiten, also. Bondage. Rift. Wäre auch noch eine coole Idee. Warum nicht? Nehmen wir Rift mit. Ich riskiere den Run jetzt richtig extrem, wa? Aktuell. Was ist hier drin? Ah, wäre cool. Stärkekarte. Ja, aktivieren wir das mal. Das wird ein bisschen schneller aber durchkommen hier. Ohne Probleme. Oh. Na doch, dafür ist es gut. Ah, Scheibenkleister. Cool, 2 Soulhearts. Stärke wirkt cool. Bin ich wirklich ganz ehrlich. Hätte ich aktivieren sollen, glaube ich. Aber hier gibt es ja noch. Quasi noch. 2 Items, weil ich noch rerollen könnte. Kann ich nicht nehmen. Ich habe ein Trinket, was nicht abwählbar ist. Was war das denn jetzt? Habt ihr eigentlich schon jemals die gesehen? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, ein Spritzer. Virus. Alter, was war das für ein Ding? Ja, ich würde mal überlegen, ob ich jetzt der Arbeit hingehe, wo ich halt weniger bezahlt werde, trotzdem weniger machen muss. Also eher eine spanntere Arbeit ist. Die Arbeit ist zwar weiterhin eine Arbeit. Ich werde nur gebraucht, dann wirklich, wenn was repariert werden muss. In einer eigenen Firma. Oder ich sage einfach, ich gehe halt in eine andere Firma. Werde mehr bezahlt. Ich glaube 3000 Euro brutto bekäme ich dann. Ungefähr in den Dreh. Auch da krieg ich auch mehr Urlaubstage. Und die einfache Arbeit ist auch ein bisschen näher dran. Ne? Kann ich auch nur sagen. Die ist etwas. Da muss ich halt nicht bis nach Mitte fahren.
Wäre irgendwie auch ein Vorteil. Just das zweimal. Können wir natürlich noch die Kerze mitnehmen, die bringt nämlich viel. Übelst viel Zeit noch. Oh, so. Loki! Soul Hearts, cool. Und die Münze, die kam heute. Für die scheiß Candle. Evil Up und Curse Immunität. Also deswegen überlege gerade, ob ich jetzt das oder das machen würde mit dem Job. Wie gesagt, es ist zwar ein, also an sich beide Jobs einfach. Der Job ist halt genauso wie jetzt mit mein aktueller. Bloß bekomme halt mehr. Ist nicht mehr immer besser. Justice. Cool. Din, din, din. Okay. Das war letzte Shop gewesen. ohne Worte. ohne Worte. Hier die Fool-Karte. Perfekto. Ja, das. Jetzt frag euch, wird es euch entschieden? Sag mal, ja, für Reparaturen arbeiten. Und dann nur reparieren, wenn wirklich wenn du gebraucht wirst. Du stehst ja zwar, ob es in einer Firma. Wirst da, denke ich mal, auch teilweise ein bisschen monoton sein, die Arbeit irgendwann. Aber hast dafür einen immer relativ einfachen Job dann in dem Fall. Eben würde ich nicht kaputt machen. Hast Gleitzeit sogar. Du kannst Pause machen, wenn du möchtest. Weil es gibt nur zwei Mitarbeiter in dem Fall. Weil ich und ein anderer Kollege dann die einzigsten sind, die so eine Arbeit machen würden. Oder halt. Oh, die blaue. Also ich würde mich bei beiden freuen, wenn die mich haben wollen. Ich bin wirklich ganz ehrlich damit. Oh, Elektro. Nee, Reroll jetzt gar nicht.
Zeit war besser, kann ich anders sagen. Was glaubst du denn, hier hinzuspringen? Vielleicht reroll ich einfach da. Jetzt frage ich mich, funktioniert Bouncing Tears mit den Elektro-Ding, wenn halt in der Nähe der Wand stehen würdest? Ah, das wäre übelst geil, den mal wieder ausprobieren. Wie gesehen habe, gibt es da jemand, der YouTube einen Channel hat, der sowas auch probiert. Es gibt zum Beispiel jemand, der, sag mal, mit Zäumel, sag mal, wo du drei Items, spezielle Items hast mit Zäumel. Aber wenn du zusammen, alle zusammennehmen würdest, kannst du nicht mal schießen. Also du kannst nicht mehr feuern. Aber halt wir ganz spontan mal sehen. Aber wo ich kurz mal runter scroll, was mir empfohlen wurde von Videos in YouTube. Oh. Danke. Ich weiß nicht, will es Blut. Ah. Ihr wollt mir doch wirklich verarschen. Wenn man genau über den redet, wenn man wenn nicht haben möchte, bekomme ich den, wa? Ja, cool. Es ist. Oh Mann, ey. Jetzt gibt es die Experten hier, ja. Let's go! Ach, Computer aktivieren noch. Voll vergessen. Ich sehe es immer noch. Schön weggebrutzelt. Ich hasse es, die scheiß P. Wir spinnen hier, ja. Okay. Hey. Hey. Kish hat einfach viel zu viel Leben. Aber geht einfach angenehmer als Monster 2. Oh. Warum rede ich denn gerade ein Set davon? Von den Charakteren, die ich nicht haben will. Oh, da ist schön noch Lucky unattacked. Cool, hat er gut gemacht. Okay, danke. Ach so, der ist tot. Okay. Ach so, das war nur einer, wie gesagt, der transformiert sich am Ende nochmal, immer.
was hier rumkommen, genau. Alter, die Schüsse, ey. Okay, es geht. Es macht Boom, wenn ich dich sehe. Nein. Was kann das denn hier? Give you a random effect any room. Okay. Aha. Short speed up. Health up. Ach so, ich dachte, wir give you a random item effect. Aktuellen Raum, ja. Naja. Ich hab ja nicht gelernt, dass ich halt den Boss Challenge nicht machen sollte. Ich glaube, Magnet war besser gewesen, aber jetzt ist eh zu spät damit. Oh, cool. Ah. Ohne Worte. Woher erinnert mich der Körper, also der, die Inspiration vom Charakterbild. Schöner Sackgasse. So, wo geht's hin, wenn ich mal der Boss wäre? Hero all. Something is wrong. Okay, was hat er denn hier? Hat nix. The floor. Gut war, ist eine andere Sache. War zumindest finanziell gesehen ein guter Profit. Gott sei Dank. Full Health. Paralysis. Temperance. Ah, der einfache. Wer mein The Basement Collection kennt, das letzte, weil ich hochgeladen habe, was quasi nur eine Folge war, also weg und eine Folge lassen. Und halt, sag ich mal, die Anfänge von den, wie ist denn Zen? Den Creator? Den Erfinder. Oder bei Isaac. So muss ich schön wieder einen schönen Soul Hunt bekommen hier. Let's go, jetzt kommt jetzt die Ebene. Dann haben wir Bright Day auch geschafft. Cool. So, was mache ich mit euch?
Ja. Come on, die. Nee, danke. Hat nichts. Eigentlich war rum sinnlos gewesen. Gewesen, nicht gewesen. Weil ich euch hasse. Also das sind wirklich. Ich glaube damals glaube ich nicht so schlimme Erinnerungen. Aber die haben die irgendwann extremer entwickelt auf einmal. Den Boss sieht man ohne mehr so häufig. Der existiert zwar, aber den sieht man gar nicht. Bei manchen fragen wir überhaupt, warum sehen die überhaupt noch Bosse? Na gut. Die sind halt wichtig, die haben manche haben ja noch wirklich ihre Geschichte, zum Beispiel Chat hat er seine Geschichte, weil er von Super Meat Boy kam. Mach das so. Oh, weil ich letzten Lust habe, ja, richtig extrem ist auch Dungeon Keeper 2. Das war so ein schönes Spiel. Oh, ist noch ein schönes Spiel. So, Mom, jetzt lifts, du bist dran. Ne? Easy peasy lemon squeezy. Oh, war schön gewesen, die Runde. Ich hab den nur, die 8 freischalten. Okay, war neu. Ich hab wirklich nicht freischalten, noch nie. Das schief man. Also, das ist für mich auch selber neu. Ich hab noch nie Bright Day geschafft. Ja, muss ja. Wenn ich hätte den Schiff nicht bekommen, aber kann ich gar nicht gewinnen. Aber egal. Ich bin Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Runde The Binding of Isaac Repentance gefallen. Und ich hoffe, man sieht sich ja mit wieder in einer Runde von Isaac. Oder einer meiner anderen Videos, die ich noch auf meinem Channel habe. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao.